Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu The Long Dark mit mir, dem Mr. Merp. Wir schlafen gerade eine Stunde. Einfach nur, damit wir wieder warm sind. Und dann gehen wir wieder raus. Minus 12 Grad ist auf jeden Fall deutlich besser. Die Hütte hier ist verrammelt. Ja, und wir haben jetzt gleich wieder ein Hungerproblem. Wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter zur nächsten, naja. Wir könnten jetzt, warte mal, wir könnten jetzt die Gelegenheit wahrnehmen und dieses... Ein Kilo Fleisch ist halt ein Kilo Fleisch. Jetzt bin ich hier runter. Es ist halt ein Kilo Fleisch, sind wir mal ehrlich. Aber das ist auch nachher noch ein Kilo Fleisch, wenn wir wiederkommen. Ist mir gerade eben so in den Sinn gekommen, ne? Und wir haben ja noch Essen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt darben. Es ist eher so, dass wir tendenziell frieren und uns Gedanken machen müssen, ob wir das jetzt gerade eben brauchen. Und da sagt mein Spinnsinn klingelt und sagt, sparst du in der Zeit, so hast du in der Not, vor allem was Feuer angeht. Unsere Erfahrungen in die Richtung sind ja einschlägig. So, wir laufen jetzt hier die Dinger ab. Es kann gut sein, dass wir eventuell noch bei der Tankstelle dann wieder reinschneiden müssen, um uns dann nochmal aufzuwärmen. Oder wir gehen dann nochmal hoch zum Haus des Menschenfeindes, um uns aufzuwärmen oder vielleicht sogar dort zu nächtigen. Wir können auch theoretisch sogar so dreist sein und hergehen und nochmal eine Runde angeln. Ist auch eine Möglichkeit. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo nochmal so ein Reh liegt und das holen wir uns dann halt, wenn wir es brauchen. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir hier noch irgendetwas Sinnvolles finden. Ich meine, es ist krass gut, man kann richtig sehen, wie der Nebel aufkommt. Der kommt wirklich wie so eine Wand auf uns zu. Ist das krass. Okay, hier finden wir nochmal ein bisschen Holz. Das Tuch lasse ich liegen. Ah, die Mütze nehme ich mit, man weiß ja nie. Ach, kein Feuerzeug. Nee, okay, das brauche ich nicht. 38 Kilo. Ich brauche schon wieder zu lang. Ja, wir müssen uns demnächst mal aufhauen. Warte mal, da vorne läuft doch irgendwas. Ist das etwa der erste Wolf, den wir seit Ewigkeiten werden wieder sehen? Das ist tatsächlich der erste Wolf, den wir seit Ewigkeiten wieder sehen. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, dass dir kalt wird. Das ist uns allen nicht entgangen. Das mit dem Angeln ist und dass man da jetzt Öl davon gewinnt, das ist natürlich jetzt auch in mehrfacher Hinsicht sehr, sehr interessant und praktisch. Denn dadurch kann man wiederum Fackeln machen. Neben der Tatsache, dass es Brennstoff ist. Also neben für die Öllampe, versteht sich. Ich meine, dass es dann Brennstoff ist, ist irgendwo einleuchtend. Jetzt auch nochmal Holz. Ach, wisst ihr was? Der Herr wird jetzt sowieso schon frieren wie ein Schneider. Können wir auch jetzt kurz mal hier anmachen. Dann angeln wir nochmal eine Runde und schlafen nochmal eine Runde oben im Haus des Menschenfeindes, bevor wir weiterziehen. Und dann geht's dann halt auf in die zerbröckelnde Straße, oder wie das Ding heißt, oder die Verbindungsstraße zur Insel. Das haben sie ja irgendwie umbenannt, ne? Das Gute ist, dass wir jetzt auch ein bisschen Gewicht verlieren, wenn wir jetzt hier was verfeuern. Sehr gut.
So, minus 2 Grad. Finde ich gut. Jetzt nehme ich den Hammer, das geht, glaube ich, schneller. Boah, wie lange brauchen wir denn da, um das aufzuschlagen? Ist ja der Wahnsinn. Da, glaube ich, gerade eine Stunde drauf rumgeschlagen. Komm, angel was. Tu mir den Gefallen. Ja, immerhin. Jetzt trinken wir. Halt, da ist das Trinken. Dann wissen wir auch gleich, was wir heute Abend essen. Fischili. Oh Mann. Das Spiel ist sehr grausam. Wir wissen, dass da drüben die Insel ist. Da müssen wir im Zweifelsfall hin. Nein! Reißt uns hier gerade eben tatsächlich der Geduldsfaden. Könnte man so sagen. Wo ist der Fisch? Ich glaube, den tue ich direkt jetzt mal essen, damit ich jetzt hier nicht verhungere. Währenddessen ich versuche, einen weiteren Fisch zu fangen. Das wäre irgendwie sehr peinlich. Beim Fischen verhungern. Ich möchte dafür sorgen, dass das hier nicht so schnell wieder ausgeht. So, komm. Give it to me, Baby. Muss doch möglich sein, dass wir da jetzt was rausholen. Scheint ein schlechtes Angelloch zu sein. Sehr schlechtes Angelloch. Boah, sag mal. Na, endlich. Kriegen wir so eine kleine Makrele raus. Die ist ja unglaublich schlecht. Na gut, wir essen die auch gleich. Und jetzt kommt ein Sturm auf draußen. Also wir sind schon eine ganze Weile wach. Wir tun die ganze Nacht angeln. Na gut, es besteht auch die Möglichkeit, dass Fische nachts schlafen. Angeln echt nix, oder? Nee, wir angeln echt nix. Eins Komma vier, wir hatten eigentlich schon bessere. Wow. Fischen hat sich verbessert. Gut, wir fischen jetzt auch gerade eben schon die ganze Zeit ganz, ganz ordentlich, aber ich werde erst gehen, wenn ich richtig müde bin. So, nochmal 2 Stunden. Auch den Kollegen essen wir nochmal. Eine Stunde kommen. Ach komm, jetzt tut das Ding ja schon wieder zufrieren. Ich fasse es nicht. Jetzt angel noch mal was. Hatten wir das letzte Mal einfach nur Glück? Nochmal 1,4 Kilo. Tja, anscheinend hatten wir das letzte Mal einfach nur Glück. Oder die verschiedenen Angelpunkte sind unterschiedlich gut. Kann ich jetzt auch nicht unbedingt abstreiten, dass diese Möglichkeit besteht, zumindest. Oh, fuck it. Aber in die Richtung müssen wir.
Minus 44 Grad. Die Insel sollten wir auf jeden Fall trotzdem finden. Wir haben was zum Essen, aber erstmal gehen wir ins Haus des Menschenfeindes. Irgendwo muss es hier doch sein. Ich müsste doch zumindest Spuren finden. Also etwas... Ah, da ist es, da vorne. Wie ich diesen Sturm hasse. Minus 55 Grad. Mal spürt sie ihre Hände nicht, mal spürt sie ihre Füße nicht. Die Frau kann sich auch nicht entscheiden, oder? Das ist bei ihr so Bäumchen wechselig. Boah, ist das steil hier. Erzähl mir jetzt nicht, dass ich da nicht hochkomme. Ich komme da nicht hoch, ich fasse es nicht. Das muss doch gehen. Irgendwo hier ist, geht's doch hoch, verdammte Axt. Irgendwo hier muss es doch hochgehen. Also nicht hier. Haben die die Insel geändert? Oder bin ich an der falschen Insel? Ich glaube, ich bin an der falschen Insel. Ich glaube, ich bin an der falschen Insel. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ich möchte sogar behaupten, das ist richtig schlecht. Ja, das ist richtig schlecht sogar. Weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Okay, Dinge, die wir gelernt haben. Wenn wir nicht wissen, wo wir sind, wir kehren zurück. An Müdigkeit sterben wir nicht ganz so schnell. Aber an Kälte. Oh, was ist denn das hier für eine Fratze? Guck dich das mal an, das sieht aus wie ein Wolf. Hast du das gesehen? Das hier. Sieht aus wie ein Wolf. Ist ein Easter Egg oder wie? Was würde ich jetzt für einen Kaffee geben in dem Spiel? Das letzte, was ich jetzt brauche, ist eine Unterkühlung. Oh Mann, oh Mann. Wären wir nur nicht rausgegangen? Für den Notfall haben wir immer noch eine Spritze, ne? Für den Notfall. Aber blind rumrennen brauchen wir auch nicht. Da ist die Hütte. Es muss da bloß noch Hitze sein, dann geht's uns wieder gut. Es ist eine andere Hütte. Das ist jetzt blöd. Faszinierend und blöd. Zwei Dinge, die ich gar nicht mitnehme. Ah, scheiße. Ich gehe jetzt einfach in die Richtung. Und hoffe, dass ich irgendwas finde.
ist denn, was ist das für eine Felsformation, bei der ich gerade eben war und nicht weiß, was es für eine ist? Also früher oder später muss ja was kommen. Bin mir sehr sicher, dass das kommen muss. Come on! Oh, mitten auf dem ewigen Eis jetzt hier sich verirrt haben, ist natürlich total super. Da kommt was. Hier ist tatsächlich eine Insel. Wo bin ich jetzt hier? Bei welcher Insel? Ich bin anders gelaufen, als ich dachte. Das ist mir jetzt klar. Aber das dürfte eine Insel mit Haus sein. Ach nee, das ist die Straße jetzt. Okay, ich bin da hingekommen, wo ich hin wollte. Auch wenn es anders war als gedacht. Ich glaube, ich muss jetzt hier nach links, um da hinzukommen, wo ich hin will. Das nächstbeste Haus finde ich tendenziell links, weil ich weiß, dass rechts die Häuser tendenziell kaputt sind. Oh, bitte lass da jetzt gleich Häuser kommen. Das wäre jetzt so super. Im Idealfall, bevor ich mir die Unterkühlung hole. Das macht die Sache jetzt natürlich wieder unnötig spannend. Jetzt kommt Musik auf. Die Musik weist mich darauf hin, dass die Situation prekär ist. Boah, ey, ich glaube, ich hätte doch nach rechts gehen sollen, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hätte nach rechts gehen sollen. Oh Mann, oh Mann. Aber eigentlich, hier müsste doch jetzt gleich was kommen. So rein von der Erfahrung her. Das sieht doch hier so bekannt aus. Warum ist hier nichts? Kaputte Häuser. Doch, wir sind richtig. Auto. Küstenort. Ja, genau. Hier wollten wir hin. Okay, bin ich doch richtig gelaufen. Ja, dann nix wie rein. Das ist die gute Stube. Komm schon. Keine Erkältung. Boah, drin. 83% Gefahr für eine Unterkühlung. Was liegt denn da noch rum? Nix, hier waren wir ja auch schon. Meine Fresse, wir haben es reingeschafft. Wir können diesen Spind hier knacken. Stimmt, die können wir ja auch noch knacken. Ja, aber hier wird es nicht viel geben. Zeitungsstapel. Nutzlos für uns. In dem Spind habe ich irgendwas zurückgelassen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Wir gucken gleich mal rein. Was ist denn da drin?
Ein Nähset. Ich feiere das gerade eben so, Leute. Ich feiere das so. Ein Nähset, ist das geil. Oh mein Gott. Wir haben noch ein Nähset. Wir können noch mal ein, zwei Dinge reparieren. Oh, sehr gut. Und keine Lebensmittelvergiftung nur wegen diesem blöden Schokoriegel oder so. Das ist großartig. Aber jetzt wird erstmal geschlafen. Schlaf jetzt mal 6 Stunden, dann sehen wir mal weiter. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade.